Herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Runde von Gothic 3 hier in Myrtana. In der letzten Folge haben wir tatsächlich diese dumme Bertha gesucht, die einfach ausgerissen ist. Die wollte einfach, ja, wohin wollte die gehen? Auf eine andere Wiese. Eine Weide. Die wollte einfach grünes Gras fressen, anstatt hier so struppiges. Keine Ahnung, was die wollte. Und der ist auch Buggy. Hallöchen. Ja, zumindest haben wir jetzt die Quest abgeschlossen hier mit dem Kühen und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Montera, wie hieß das? Trelis, ne? Trelis, ja. So, hier ist ein Schrein und ich habe mir in der letzten Folge gedacht, weil ich ja sagte, wir werden auch ein bisschen Leben skillen, je nachdem, wie es in Gothic 1 und 2 war. Belia. Und wir beten ruhig bei Belia, weil wir gehen ja auch den Weg des Orks. Also ist Belia da unser richtiger Ansprechpartner, würde ich sagen. Ist eigentlich egal, wo wir machen, aber ich denke mal, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Wir wollen leben. Und zwar, wir haben jetzt... Warte mal, ich muss mal kurz gucken nochmal, wie viel wir haben. Wir haben jetzt 200 Lebensenergie und sind Stufe 22. Da würde uns zustehen... Belia. 304 Leben. Also könnten wir eigentlich ordentlich was machen. Gewähre mir Lebenskraft. Oh, ich mache aber erstmal nicht so viel, weil wir so viele Punkte haben wir auch gar nicht. Oh, einmal, zweimal, dreimal. Das reicht erstmal. Mal ein paar übrig lassen. Außerdem haben wir auch noch genug Zeit. Aber eigentlich müssten uns jetzt 304 Leben zustehen oder so. Ne? Laut Teil 1 und 2. Ich finde sowieso kacke. Warum haben sie das nicht automatisch gemacht, dass das sich erhöht? Die hätten halt nicht mit 200 Leben anfangen müssen, sondern mit 40, wie in Teil 1 und 2. Das ist halt das einzige mit soweit, was ich an Gothic 3 echt hasse. Warum haben die das so gemacht? Ich hätte echt gerne die Werte von Gothic 1 und 2 wieder drin. Wisst ihr? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Habe ich auch. Zumindest haben wir jetzt ein paar Lernpunkte wieder weniger. Das ist uns aber egal. Es sind ja genug Monster im Myrtana übrig. Wir haben noch viele Quests zu erfüllen. Es ist doppelte XP. Das heißt, wir können es uns eh leisten. Und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Lebensenergie. Das bedeutet, wir fallen jetzt nicht so schnell aus den Latschen. Ich habe auch schon beschlossen, wie unser Endcontent aussieht. Wir werden dann später auf drei Arten kämpfen. Erstens Magier. Weil ich Arkane-Krieger spielen möchte, was ich ja euch am Anfang gesagt habe. Goblinbeere. Dann möchte ich auf Zweihänder gehen, auf Axtkämpfer und Armbrust. Und auf Einhandschwert, beziehungsweise zwei Einhandschwerter und Bogen. Auf die Variation werde ich mich begrenzen. Ich werde jetzt hier nicht mit Speer kämpfen oder mit Stab oder so. Auf die drei werde ich mich begrenzen. Und da werde ich dann halt jeweils immer so mal das spielen, mal das spielen. Und jetzt wird es erstmal in die Höhle hier gehen. Viele werden jetzt wohl sagen, wieso, da in der Höhle ist doch nichts. Oh doch, da in der Höhle ist was. Was ganz Böses. Und die werden wir jetzt mal rauslocken. Ein paar nette Oger. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen rennen. Die sind sehr flink. Und wir müssen ja auf den Berg. Das ist kein Cheaten oder Bug-Using oder was auch immer. Die kommen hier halt einfach nicht hoch. Das ist halt beim Jäger so. Ein Jäger steht nicht mitten im Gebirge, sondern schießt die Feinde von oben ab. Wo man sich ja steht, ist logisch. Haben die früher im Mittelalter auch gemacht. Die standen ja auch auf ihren Burgen und die Gegner kamen nicht ran. Ist ja logisch. Wenn der Gegner allerdings jetzt nicht weiterkommen würde, wenn es gehen würde allerdings, dann ist das doch schon so Ausnutzen des Bugs. Aber ansonsten ist sowas hier voll legitim. So, einer schon mal down. Ein Ogre-Morgenstern. Wie viel hat der denn? Haben wir denn schon einen? Nee, ne? Das ist der erste. Er ist ja abgenutzt, aber der würde ganz schön ordentlich Schaden machen.
So, jetzt muss ich mich hier sputen. Wie gesagt, die Oger sind sehr, sehr schnell. So. Ah, Mist, da geht der eine jetzt tatsächlich in die Höhle zurück. Außerdem gehen mir so langsam die Pfeile aus durch die großen Kollegen hier. So, Ogre. Zweimal Wein. Und jetzt kommt der letzte Ogre dran noch. Der wird sich wahrscheinlich wieder geheilt haben. Bleibt uns aber jetzt nichts übrig. Ja, tatsächlich. Aber ich mache das hier auch schon aus einem guten Grund. Es ist ja nicht so, dass die Ogre hier aus einfach nur so hier hingesetzt wurden, denn die haben schon einen Grund, die Höhle hier zu bewachen. Und was, das werdet ihr schon gleich sehen, keine Sorge. Nur erstmal müssen wir hier die Höhle clearen. Vorher geht hier gar nichts. Oh, das war's auch mit dem Ogre. Ich glaube, das sollte es gewesen sein. Da waren, glaube ich, nur 3 Stück drin. Gut. Ein weiterer Morgenstern und ein bisschen Kappes, was der Ogre uns gab. Und dann lass uns mal in die Höhle umschauen, was es da so gibt. Denn hier gibt es was ganz Spezielles. Was sehr Schönes. Warum es sich die Höhle überhaupt lohnt, zu hier reinzugehen, wisst ihr? Und zwar ein Ritterschild, einen Ring der Härte und ein Zweihänder. Soll angeblich ein Easter Egg sein, ich weiß aber nicht, auf was sich das bezieht. Zumindest gucken wir uns mal das Schild an. Ich denke mal, da kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die Spur, auf was es sich bezieht. Die Symbole stehen für die 4 wichtigsten Tugenden eines Ritters. Tapferkeit, Würde, Demut und Treue. Und das ist halt ein Schild, der nicht abgenutzt ist, der Bombenwerte hat. Und wir brauchen da einfach nur Stärke 175. Das werden wir nämlich gleich lernen, dass wir das Schild hier anziehen können. Dass wir da ein bisschen mehr Verteidigung haben. Deswegen bin ich hier auch hingegangen. Jetzt aber würde ich sagen, erstmal ab nach Montera. Denn wir brauchen ja 2 Stärkepunkte, ne? Momentan gehe ich noch auf Schild und Dings, aber später will ich echt auf Axt gehen, denn Axt soll angeblich richtig cool sein. Wenn die halt nicht abgenutzt sind, ne? Sollen wir mal gucken. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Und zwar 2 Stärke. Mhm. Gut. Und den einen Lernpunkt heben wir uns auf. Man weiß ja nie, ob man den mal gebrauchen kann. So, das heißt, wir haben ein zweites Schild. Ich würde sagen, wir machen ja auch mal unsere Skillleiste so ein bisschen anders. Das ist auf 1. Das ist auf 2, was wir annehmen. Aber gleich mehr Schutz. Das kommt auf 3, auf 4, auf 5, auf 6. Und wir brauchen noch Fleisch. Auf 7. Gut, dann haben wir das. Wir haben ein besseres Schild, würde ich sagen, für den Anfang. Schon mal sehr fancy ist. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt endlich mal nach Trelis. Ja, ein paar Ogre getötet. Die gaben uns natürlich auch ordentlich Punkte. Das heißt, so lange brauchen wir jetzt nicht mehr fürs Level Up. Ansonsten... würde ich sagen, wie gesagt, einfach mal weiter dem
Weg hier folgen, dass wir irgendwann mal nach Trelis kommen. Dann gibt es neue Quests, neue Aufgaben, die wir machen können. Momentan ist es ja so in Montera, das, was wir geschafft haben, ist ja durch. Ist alles auch gut. Aber es gibt auch noch so ein paar Sachen, die man machen könnte, die halt keine Quests sind, aber so ein paar Gegner. Aber die uns halt noch zu stark sind. Zumindest im offenen Kampf. Und ich würde sagen, hier ziehen wir mal unseren Bogen, denn hier ist so eine gefährliche Sorte an Snapper. Ja, was heißt gefährliche Sorte? Sind halt Snapper, ne? Ich glaube, ich sollte mich echt also am Anfang ein bisschen auf Bogen beschränken, denn Bogen scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. 300 XP für einen Snapper. Was wollen wir mehr? Nimm natürlich immer noch den Bogen, um zu gucken, dass wir hier nicht in irgendeine Falle reintappen. Irgendein Snapper, der hier so arglos rumsteht. Ich sehe den nicht, wo der da ist. Oh oh. Mist. Komm her. Schlitz. Ja, der wollte eben, habt ihr das gesehen? Der wollte eben erst nicht wieder schlagen. Also das hat, ich habe ja eben zwei, dreimal drauf gedrückt, bis er da geschlagen hat. Also irgendwie, ich glaube, die Animation kommt nicht hinterher. Also ich will nicht so, wie der will. Oder er will nicht so, wie ich will. Auf jeden Fall kommt die Animation nicht wirklich hinterher, so wie es aussieht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir sammeln hier erstmal alles ein. Dunkelpilz. Da haben wir sogar noch einen Pfeil liegen, wie ich sehe. Und ein Harnischkraut. Ich will den Pfeil, danke. Wir haben nämlich schon genug an Pfeile rausgeschmissen. Wir brauchen jeden einzelnen Pfeil. Wir werden auch bald wieder welche kaufen. Denn die sind, ich finde, doch recht teuer dafür, dass die so schnell weggehen. Aber dafür ist es eins halt der sichersten Mittel, ohne Heiltrank so ein bisschen auszukommen, ne? Gegen die Viecher halt, ne? Deswegen vielleicht gar nicht mal so schlecht, doch ein paar Punkte auf Geschicklichkeit noch zu setzen. Was haben wir denn da drin? Sprengfall, Klingenbolzen, Blitzbeschwören, immer gerne gesehen. Verwandlung Wolf, Fleisch, Scavenger und Gold. Sehr schön. Ein weiterer Bauernhof, ja! Okay. Ja, ist ja gut. Milch bekommen, cool. Cool, wir bekommen Milch. So, wir werden jetzt hier erstmal ganze... Standbild. Oh, erstmal hier Waldbeere einsammeln. Noch eine Waldbeere. Erstmal hier die Kräuter ringsrum einsammeln, bevor wir hier uns ein bisschen umgucken. Hier ist eine Eidechse. Die könnten wir killen, aber hier sind Schweine dran. Das bedeutet, man sollte ein bisschen aufpassen. Nun gut, ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. In der nächsten Folge geht's weiter. Und dann schauen wir uns hier mal auf den Hof um. Wir sind auch nah bei Silden. Wir brauchen nicht mehr so weit gehen. Da hinten ist Silden irgendwo. Und von da kamen wir ja. Da oben könnte man vielleicht mal auf den Berg gucken. Es gibt hier so viele Orte übrigens, so Geheimorte, wo man denkt, da ist nichts. Aber man sollte da doch schon mal gucken gehen, weil da doch was sein könnte. Das werden wir alles machen in dem Let's Play. Aber nicht in dieser Folge, sondern in den nächsten. Also macht es gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.